Boah, das war aber ganz schön hart. Warum hat sie das gemacht? Das ist mir überhaupt gar nicht klar. Genau darum geht es. Um den Unterschied zwischen Klarheit und Härte. Ah. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es ist eiskalter Wind, ein Temperaturschutz von 10 Grad, aber ich freue mich, um ein Thema zu sprechen, was mir schon lange auf dem Herzen liegt, den Unterschied zwischen hart sein und klar sein. Ihr habt eben die Szene gesehen. Esther hat mich aus heiterem Himmel plötzlich zu Boden gestoßen. Das war hart. Warum? Es ging ihr bei der ganzen Aktion nicht um mich. Es ging ihr nur um sich selbst. Das hat mit Klarheit nichts zu tun. Klarheit bedeutet, ich möchte von dem anderen etwas, nicht um meiner selbst willen, sondern um dem anderen oder uns beiden zu helfen, zu dienen. Nehmen wir als Beispiel, ich wäre mit Esther in der Stadt gewesen, wir hätten uns unterhalten und danach hätte ich die Straße überquert und hätte ein Auto übersehen. Esther hätte mich nicht mehr zurückhalten können. Das Einzige, was mir geholfen hätte, wäre ein kräftiger Stoß. Ich wäre auf den Asphalt geflogen. Ich wäre vielleicht sogar verletzt gewesen. Mit Schramm im Gesicht, blutig, keine Ahnung. Aber ich hätte überlebt. Also, die gleiche Aktion. Esther war in dem, was sie getan hat, nämlich mich wegzustoßen, vollkommen klar. Also mich aus dem Weg zu schaffen. Aber sie hat es nicht für sich gemacht, sondern für mich. Auf das Feld übertragen bedeutet das, ihr könnt in euren Möglichkeiten ruhig intensiver, stärker werden, aber nur dann, wenn ihr vollkommen klar seid. Das heißt, ihr habt euch vorher überlegt oder in der Situation sehr schnell so gehandelt. Also ihr seid euch vollkommen im Klaren darüber, was ihr möchtet, kein Zweifel. Und ihr macht es nicht für euch, sondern ihr macht es für euch als Partner. Das Pferd, ihr oder ein anderer Mensch. Oder aber ihr macht es nur für das Pferd, um dem anderen zu dienen. Und das hat nichts mit Härte zu tun, sondern mit völliger Klarheit. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt den Like-Button. Wenn ihr noch kein Abonnenten seid, abonniert den Kanal. Ich freue mich auf eure Kommentare und toll, dass ihr dabei seid. Ich freue mich auf das nächste Mal, euch wiederzusehen. Wer weiß, was wir machen. Uns wird schon etwas einfallen. Oder ihr habt eine Idee. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut.